NSU. Vater beschuldigt Verfassungsschutz. Morde nur durch Verfassungsschutzeinflussnahme möglich. Der Vater des unter mysteriösen Umständen getöteten mutmaßlichen NSU-Mitglieds Uwe Mundlos erhebt schwere Vorwürfe gegen die bundesdeutschen Sicherheitsbehörden. Nach einem Bericht des Magazins Focus äußerte der 65-Jährige bei seiner Zeugenvernehmung, das Trio habe nur durch professionelle Unterstützung zu einer radikalen Mörderbande werden können. So wäre es ohne direkte Einflussnahme des Verfassungsschutzes über den selbst gegründeten und finanzierten Thüringer Heimatschutz nie zu den schrecklichen Straftaten gekommen. Außerdem sei er davon überzeugt, dass der Sprengstofffund in einer Garage in Jena 1998 inszeniert wurde. Der Verfassungsschutz habe damit das Trio in den Untergrund treiben und als Informanten in die Blood-and-Hanna-Bewegung einschleusen wollen. Während etablierte Politiker und Medien derzeit schwer bemüht sind, die dubiosen NSU-Morde der NPD anzulasten, tauchen immer mehr Hinweise auf, die darauf hindeuten, wie tief ausgerechnet der Staat über seinen Verfassungsschutz in die Dönermordserie verwickelt ist. So gestand beispielsweise Tino Brandt, früherer Chef des Thüringer Heimatschutzes und gleichzeitiger V-Mann des Verfassungsschutzes, bereits Geldzahlungen des Geheimdienstes an das untergetauchte NSU-Trio in Höhe von 2000 Mark, sowie eine weitere fingierte Spende in Höhe von 500 Mark. Mit dem Geld sollte sich das Trio gefälschte Pässe besorgen. Die Terrorverdächtige Beate Zschäpe soll laut einem Bericht der Leipziger Volkszeitung zwischen 1998 und 2011 für den Verfassungsschutz gearbeitet haben, wofür sie staatlicherseits gedeckt worden sein soll. Der Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter soll laut Stern gar in Anwesenheit von Agenten eines US-Geheimdienstes und zwei Verfassungsschutzmitarbeitern begangen worden sein. Auch wurde bekannt, dass das BKA in einer Vertuschungsaktion offenbar brisante Beweismittel zu den NSU-Ermittlungen löschen ließ. Sollte damit die Offenlegung von noch mehr Verbindungen zum Staat verhindert werden? Nach wie vor bleiben viele Fragen unbeantwortet und noch weitere Ungereimtheiten im Raum stehen. Etwa die Frage, wie denn belastende DVDs, legale, illegale Papiere und andere sensible Beweisstücke die Explosion des Zwickauer Hauses unbeschadet überstehen konnten. Oder wie der Schulabbrecher Mundlos, die Gärtnerin Zschäpe sowie der ohne Schulabschluss und Berufsausbildung lebende Böhnhardt jahrelang professionelle Ermittler hinters Licht geführt haben sollen. Oder warum die angeblichen Bekenner-DVDs des Terrortrios ausgerechnet vom antifaschistischen Pressearchiv und Bildungszentrum e.V. vertrieben wurden. Fest steht jedenfalls, dass die Opfer der Mordserie bereits großzügig mit gut 500.000 Euro entschädigt wurden. Und das sogar anrechnungsfrei auf Hartz IV.